Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei wirklicher Spielkultur, denn ich darf euch die Homeworld Remastered Edition zeigen von Gearbox direkt zum Release. Ich habe schon die Preview-Version, die morgen veröffentlicht wird, bekommen. Muss natürlich das mich am Embargo halten des Herstellers und deshalb seht ihr jetzt erst meine Aufnahmen von der Nacht davor. Ja, Homeworld, was ist das eigentlich? Es war damals von Relic Entertainment gemacht worden und wurde von Gearbox gekauft, die Lizenzen und der gesamte Code. Jetzt haben sie daraus eine Remastered-Version gemacht mit schöneren Texturen, ein paar besseren Effekten. Muss man sich aber jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt an der Höhe der Zeit angekommen sind. Es sieht aber alles ein bisschen schöner aus. Und das Schöne an Homeworld ist einfach, es hat eine wundervolle Geschichte gehabt für ein Strategiespiel damals. Und es war ein Strategiespiel mit einem Weltraum, wo man auch hoch und runter fliegen kann. Also man ist nicht auf einer 2D-Ebene, sondern konnte auch Angriffe von oben, aus dem Hinterhalt und so weiter und so fort. Es gab ein wunderschönes Steinschere-Papier-Prinzip der Schiffe und so weiter und so fort. Ich habe es damals als Jugendlicher geliebt und ich liebe es heute bestimmt als Remastered-Version auch. Und wir fangen jetzt an mit Homeworld 1 in der Remastered-Version von Gearbox. Ich hoffe, ich muss nichts klicken. Ah ne, er lädt. Da unten. Hundred years ago, a satellite detected an object under the sands of the Great Desert. An expedition was sent. An ancient starship buried in the sand. Deep inside the ruin was a single stone that would change the course of our history forever. On the stone was etched a galactic map and a single word more ancient than the clans themselves. Higara, our home. The clans were united, and a massive colony ship was designed. Construction would take 60 years. It would demand new technologies, new industries, and new sacrifices. The greatest of these was made by the scientist Karen Saget, who had herself permanently integrated into the colony ship as its living core. She is now Fleet Command. The promise of the Guidestone united the entire population. Every mind became focused on the true origin of our people. Every effort on the construction of the ship that would seek it out among the stars. Scaffold control standing by. All stations green. You're cleared to approach. You got it. Base 8, 9, and 10 sealed. Scaffold decks A, B, C secure. Decks D and E secure. Scaffold secure. All systems green. Release crew standing by. What a beautiful sight.
This is Fleet Command. Reporting mothership relaunch status. Command online. Resourcing online. Construction online. Cryogenic subsections A through J online. K through S online. Scaffold control, stand by for alignment. Alignment confirmed. Stand by, release control. All caliper banks released. The mothership has cleared the scaffold. We are away. Stand by for command line testing. Command line green. Initial fleet in position. Destination canceled. Karak-System. Und man kriegt ohne Scheiß, ich krieg immer noch eine Gänsehaut beim Start. Our task is to analyze all sensor data and generate mission objectives. Before the hyperdrive test, several trials must be completed. Test construction by building the primary research ship. Test resource processing by harvesting the asteroids provided nearby. Hyperspace module charging. 35% capacity and rising. The mothership will be ready for the hyperdrive test in 10 minutes. Mothership. At ease. Stand by to begin combat trials. First, we will be monitoring formation performance. Target drones have been provided here. Assign a formation to your fighters and destroy the drones. Ich werde ein paar Erklärungen auch machen noch zum Spiel, wer es nicht kennt. Jetzt sieht man nämlich zurzeit noch, das sieht ja alles unglaublich kompliziert aus. Und ja, dadurch, dass natürlich der Weltraum nach oben und unten ist, war Homeworld damals vielleicht nicht so das erfolgreichste Spiel im Strategiebereich, aber es war einfach genial. Wir haben jetzt unsere Aufklärungstruppe hier. Mit mittlerer Maustaste kann man immer ausgewählte Ziele fokussieren. Das macht halt die Bewegung im All recht einfach. Man kann aber auch in die Ecken immer wieder scrollen, indem man an den Rand geht. Und mit Leertaste kommt man eigentlich auf das mächtigste Werkzeug, was es gibt, nämlich die Scan-Karte. Das ist halt eine rausgezoomte Karte, wie man es so ein bisschen von Supreme Commander kennt, wo man halt nur noch Icons sieht. Man kann zwar die Schiffe, wenn sie sehr groß sind, auch so noch sehen, aber man kann sie halt auch jetzt generell hier steuern. Also Aufklärer mit einem Rechtsklick darunter. Und wir könnten auch Rechtsklick und dann mit der Shift-Taste halten die Höhe bestimmen. Also dann kann man hoch und runter im Universum, können dabei auch die Kamera noch drehen. Das ist gerade nur unpraktisch, weil wir ja nur diese Zieldrohnen ausschalten wollen. Wo man auch was ganz Einfaches machen kann mit STRG und linke Maustaste und dann einen Rahmen ziehen, kann man mehrere Ziele selektieren und die greifen jetzt automatisch alle diese Ziele an. Mothership. Mothership. Korvetten. Forschungsschiff. Assembly underway. Das müssen wir auch bauen nach Missionslage. Mothership. Confirmed. Formation trial complete. Flight analysis shows a 22% increase in combat performance. The next trial will test the effectiveness of tactics.
Stand by to begin tactics trial. Use aggressive or evasive tactics and engage the target drones here. Strike group to battle positions. Ready. En route. Ja, jetzt kommt nämlich das Komplizierte. Man kann nämlich auch noch Befehle verteilen, beziehungsweise du kannst Taktiken hinterlegen. Zum Beispiel kann man sagen, aggressiv und eine Kampfgruppe. Also man kann Y-Formation, Klaue, X-Formation und dementsprechend haben die unterschiedliche Stärken und Schwächen. New research available. Research ship complete. So, dann war unser Forschungsschiff fertig. Research ship has been constructed. Research division is online. Begin fighter chassis research immediately. Jetzt können wir neue Jägerchassis erforschen vom Abfangjäger. Wird auch in Zukunft der einzelnen Missionen, wird das immer wieder der Fall sein, dass wir halt über diese Forschungsstation neue Sachen erforschen müssen. Das wird nach und nach freigeschaltet. Wir treffen auch vielleicht die ein oder andere Fraktion, wer weiß das schon. Attack run complete. Holding pattern locked. Construction underway. Jetzt zieh mal eben ein weiteres Rohstoffschiff mit. Und das ist auch ganz schön gemacht. Tactics trial complete. Na, schade, ich wollte es gerade zeigen. Test the performance of the salvage corvette. Build one and capture the target drone here. Das hier, hinten haben wir nämlich eine kleine Undock. So einen kleinen Undock-Bay, da geht nämlich das Ressourcenschiff wirklich dran, dockt und kann dann die Ressourcen rübergeben. Das fand ich damals ganz interessant, vor allem bei den mobilen Ressourcenstationen, die es später gibt im Spiel. Wir bauen jetzt auch schon ein zweites Rohstoffschiff, weil ist so. Obwohl, ich glaube, wir haben dafür gar kein Geld. Ich lasse es mal lieber. Confirmed. Weil ich sehe gerade die Asteroiden. Strike group coordinates locked in. Reporting. Mal eben ins Menü, Taktik, Defensiv. Defensive perimeter set. New formation acknowledged. Genau, macht mal Jägerverbandformation. Jeder deckt seinen Nebenmann. Roger. Group 1 designated. Strike group moving into position. So, da müssen wir erstmal eine Bergungskorvette für bauen. Reporting. So, und dann erforschen wir das Jägerchassis auch. Strike group moving into position. Leider nur englische Sprachausgabe, wird auch so bleiben. Es gibt nur eine textliche deutsche Übersetzung für die Untertitel. Man kann sich aber Schlimmeres vorstellen. Copy. Da sehen wir auch, wie voll der Rohstoffsammler ist. Ich glaube, es war 500 pro Ladung, die er holt. Oder 250 sind's. Mothership. Standing by. So, das ist so Bergungskorvett fertig. Die ist natürlich dafür da, zum Bergen und Erobern. Research complete. New fighters available for construction. New research available. Ja, ressourcentechnisch war es das gleich schon. Und da sind unsere neuen Jäger. Copy. Die dockt jetzt hier an. Wupp. Können übrigens auch größere Schiffe damit übernehmen. Dazu muss man aber mehrere Bergungskorvetten einsetzen. Bis man letztendlich irgendwann, ich glaube, Marinefregatten bekommt, dann kann man auch Schiffe so einnehmen. Die docken sich ja an und schicken Landungstruppen rüber, um die feindliche Crew auszuschalten. Aber es dauert alles auch seine Zeit. Und während der Zeit könnten auch die Schiffe abgeschossen werden.
Wie man hier schon erahnt, gibt es Jägerkorvetten, Fregatten, Schlachtschiffe. Wobei Schlachtschiffe so gesehen immer noch kleiner ist als Mutterschiff, aber schon ordentlich was wegstecken kann. Ready. Mothership. Stand by for a hyperdrive test. Internal pressure doors will be sealed in 2 minutes. Abort system standing by. Hyperspace module fully charged. I am ready to initiate quantum wave generation on your mark. Good luck, everyone. All sections have reported in. We are clear to proceed. Trigger the hyperspace drive at your discretion. Gut, jetzt gibt's den ersten Hypersprung-Test. Docking underway. Acknowledged. Docking underway. Copy. Dock order confirmed. Docking underway. At ease. So, schnelles Andocken. Und das ist es. So sieht Hypersprung aus in Homeworld.